Wer war das denn? Gucken wir erstmal, was der Lehrmeister für uns hat. Ah, wir können die Anfängerarena betreten. Da gab es ja immer so ein toll, so eine tolle Ausrüstung, glaube ich. Du hast mir eine DM geschickt. War das gerade der komische Ton, den ich hatte? Wo sieht man die? Also da. Möge die Natur dich leiten. Uff. So, sind die auch mal langsam fertig hier mit ihrer Erklärung. Flächenangriffen ausweichen. Wahrscheinlich muss ich die gar nicht angreifen, aber whatever. Gut, das ging gerade noch gut. So, auf den sollte ich aufpassen, glaube ich. Sehr schön. Haben wir die erste Teil der vernünftigen Klamotten. Verteidiger 2. Ja, viele Quests sind sehr funny, Logo. Also, ne? Das Spiel hat ja so einige nette Quests. Sonst würde man es ja nie so oft spielen oder überhaupt so längere Zeit spielen. Guck dir jetzt zum Beispiel SNT Imagine an, wo ich einfach nur blöd durch den Dungeon grinden muss, die Steuerung nicht der Hammer ist und ich halt dementsprechend nicht so oft anmache, weil es einfach nur, ja, Grind mit schlechter Steuerung ist. By the way, ich lese nicht einen Satz, den er gerade sagt. Ich lese nur irgendwas mit Combo. Wir haben nur eine Combo, die wir machen können.
Wenn ich sie anvisieren dürfte, könnte ich sie auch angreifen, ja. You can do it! Ich hab's irgendwann auch nicht mehr gelesen. Tutorial ist langweilig. Das Problem mit dem Tutorial ist einfach nur, dass der Text so ewig lange ist, bevor man irgendwas machen kann. Weil, ja, irgendwie, man muss es halt nicht so langsam machen. Okay. Scheinbar habe ich hier nicht wirklich was bekommen. Egal. Zu schnell geklickt. Hier, ich kann ihn nicht anklicken und irgendwie sagen, ich möchte schon los oder so. Und er blendet so alle 10, 15 Sekunden oder was das ist, den nächsten Text erst ein. Warum werden manche Gegner unverwundbar und gehen weg? Habe ich was falsch gemacht? Es kommt darauf an, welche Gegner dran. Ich habe keine Ahnung, was du gerade machst. Kann sein, dass du vielleicht bei einer Fate bist. Sind die Gegner rosa? Frag ich mal so lieber. Ja, was Logo sagt. Yay. Bist du so weit weg? Okay. Die Tank-Ausrüstung sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich hatte bis jetzt immer nur die DD-Ausrüstung in irgendeiner Form. Sie immer noch nicht angreifen. Jetzt kann ich sie angreifen. Eine
Eine virtuelle Boutique. Okay, das ist... I don't know, ob man das braucht. Okay. Warum nicht? Besser haben und nicht brauchen, als nicht haben und aber brauchen. Wurde gerade im Chat beworben, wo sich 30 plus Outfits vorstellen. Okay. Ja, wenn es ein Angebot gibt, gibt es bestimmt auch eine Nachfrage. Getrennt sind, ich glaube nicht, dass ich das brauche, Kappa. Wow. So, gucken, dass sich da nicht irgendjemand noch spawnt oder sowas. Federn. Wow. Nicht nur im Spiel, Logo, nicht nur im Spiel. Okay, wir können scheinbar erst nach ein bisschen mehr Hauptquest weitere machen. Jetzt haben wir so ziemlich alle Ausrüstungsteile außer die Brust. Super. Kann ich mich auf deine Diskretion verlassen, Stille? Etwas sehr Unangenehmes hat sich zugetragen. Ulda ist ein Sultanat, das weiß natürlich jeder, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die wahre Macht eigentlich bei den 6 reichsten Bürgern liegt, den Scorpio-Kreis. Aber auch wenn die Sultana keinen wahren Einfluss auf die Staatsangelegenheiten mehr hat, so ist sie doch beim Volk sehr beliebt. Ihre Popularität könnte jedoch schnell sinken, wenn dieser Vorfall publik wird. Stella... Es fällt mir schwer, es offen auszusprechen, aber die Krone des Sultans wurde aus dem Palast gestohlen. Und Owen hätte sie in jener Nacht bewachen sollen. Ich würde wetten, dass dieses Schreiben hier von den Halunken verfasst wurde, die sich mit der Krone aus dem Staub gemacht haben. Das kann kein Zufall sein, dass einer der bekannten mit Dieben gemeinsame Sache gemacht hat, ausgerechnet jetzt und ausgerechnet für Owen einen Brief hat. Hier, Stella, du musst selbst mit Owen reden. Geh zum Hauptquartier der Palastwache im studentischen Forum und sag ihm, dass ich dich geschickt habe und dass es um ein verlorenes Erbstück geht. Wenn du siehst, dass er Hilfe braucht, dann möchte ich, dass du ihm zur Seite stehst. Schließlich steht die Zukunft unserer Stadt auf dem Spiel. So. Hätte ja sein können. Jo, mit O.
bei der Alchemisten-Gilde. Gehen wir einfach mal hier bei den Gladiatoren und tun da wegporten. Habe ich die Alchemisten-Gilde schon? Natürlich habe ich sie nicht. Ja, wir können in Nähe, indem wir auch schon auf die Ebene der Redner gehen. Papaya. Papaya. Ja, aber den haben wir doch. Bin ich hier richtig? Nee, das ist Goldgräber. Ja, wir müssen wieder hoch. Da hätte ich die Treppe nicht nehmen dürfen. Ich musste da irgendwo die Seite lang scheinbar. Hier hoch. Das studentische Forum. Okay. Plötzlich habe ich so quasi jeden Stadtätheriten aktiviert hiermit. Warum auch immer. Hier geht es zu dem Hauptquartier der Palastwache. Was ist dein Anliegen? Wie bitte? Momodi schickt dich wegen eines verlorenen Erbstücks. Dann geh weiter. Hallo Abenteurerin, du willst mich sprechen? Ein Brief? Bitte, zeig nur her. Ha, hast du ihn gelesen, Abenteurerin? Gut. Aber du weißt ungefähr über den Inhalt Bescheid? Momodi hat dir sicher gesagt, was für ein großer Verlust der Diebstahl der Sultanskrone ist und was für eine Schande für die Palastwache, besonders für mich, da ich sie bewachen sollte. Es ist alles meine Schuld, dessen bin ich mir schmerzhaft bewusst. Ich war nachlässig in meinen Pflichten und dann in einem Moment der Unachtsamkeit. Nein, ich sollte dir das jetzt nicht schildern. Wir haben nach dem Diebstahl alles auf den Kopf gestellt, aber nirgendwo auch nur die kleinste Spur gefunden. Nichts. Die Identität der Diebe und ihre Motive, all das ist rätselhaft. Das heißt, bis jetzt, da du mir diesen Expressbrief gebracht hast. Ja, in dem Brief nennen die Diebe ihre Bedingungen für die Rückgabe der Krone des Sultans. Und ich fürchte, ich habe keine andere Wahl, als ihre Forderungen nachzukommen. Steht einfach nur zu viel auf dem Spiel. Die Krone symbolisiert das Geburtsrecht der Sultana als legitime Thronfolgerin. Sie ist das Herrschaftssymbol derer von Uhl. Sie muss zurückgeholt werden. Ich werde zum unheiligen Erben reisen und dort übergeben, was sie fordern. Ich
bin ich so dumm, mich ihnen ganz alleine auszuliefern, wie es sich verlangt, aber ein ganzer Trupp der Palastwache mitzunehmen wäre ebenso unklug. Meine Getreue, wärst du vielleicht bereit, bei der Übergabe dabei zu sein? Mumudi hat dich immer in den höchsten Tönen gelobt und ich hatte bisher noch nie Anlass, an ihrem Urteil zu zweifeln. Ich bitte dich im Namen aller, die der Sultana noch die Treue halten. Hilf uns in unserer Not. Okay. Sollen wir irgendwo hinporten, ja? Da hinten. Nun gut, dann auf geht's. Auf geht's! Papaya. Papaya. Wenn ich die Uldar-Quest-Reihe habe, haben wir heute einiges geschafft. Das reicht dann aber auch, glaube ich. Warten. Ich finde die Warten-Animation immer lustig, wie sie da den Kopf hin und her bewegt. Hier bin ich, wie ihr es verlangt habt. Nun zeigt mir die Krone. Klar, du wirst deine Krone bekommen, keine Sorge. Aber zuerst bekommen wir, was uns zusteht. Ja, so denkt ihr euch das. Und was gibt mir die Sicherheit, dass ihr euer Versprechen haltet? Immer langsam, Owen. Mir scheint, du bist von allen hier die am wenigsten vertrauenswürdigste Person. Oder wurde die Krone nicht während deiner Wache gestohlen? Und außerdem hast du unsere Bedingungen missachtet und diese Abenteuerin da mitgebracht. Und da du schon mal offensichtlich nicht alleine bist, wer sagt mir, dass nicht schon eine ganze Schar Palastwachen hinter den Hügeln lauern und uns mit Pfeilen spickt, sobald ihr die Krone auch nur einmal aufblitzen seht? Du hast unserem Vertrauen missbraucht. Das Geschäft ist geplatzt. Wartet! Hier ist es doch! Hier, wie versprochen! Und jetzt gebt mir die Krone! Ja, das ist es. Hahaha, tausend Dank, Junge! Das Geschäft, woran Scharen von Dieben scheiterten. Jetzt halten wir sie in den Händen, die Macht, unsterbliche Soldaten zu erschaffen. Die Tränentals. Was? Nein, das kann nicht sein, das ist doch... Du musst dich doch gefragt haben, was du uns da übergibst. Was es denn sein könnte, dass wir so wertvoll ist, wie euch die kostbare Krone des Sultans? Oder hast du angenommen, wir wären einfach mildtätig? Ah, du musst dich ja schrecklich fühlen, dass du uns so leichthin geliefert hast, was damals Sildis Untergang war. Keine Sorge, Junge, wir werden dir die Schande ersparen und dich umlegen, bevor du zur Rechenschaft gezogen wirst. Oh je. Es sind zu viele, Stella, lauf oder hol Hilfe. Ich erwarte hier mein Schicksal. Dein Schicksal ist es, der Sultana zu dienen, Junge. Und zwar für noch eine ganze Weile. Palastwache,
Nehmt diese Verbrecher fest und sichert die Krone. Die Palastwachen? Ha, das hilft dir, ein Dreck, umgebracht werdet ihr alle. Ich hoffe, es reicht, wenn wir den hier besiegen und sich da überall die anderen auch noch machen müssen. Weil die spawnen ja eh alle nochmal nach, da irgendwie, ich gerade sehe, bei den Hexern da. Meister Papaschan, aber warum seid ihr hier? Der General hat dich aus der Schatzkammer rausschleichen sehen, Owen. Er ahnte, dass da etwas Unrechtes im Gange ist und gab uns Anweisungen, dir zu folgen. Der Phönix-General hat euch angewiesen, mich zu beaufsichtigen? Meister Papaschan, nördlich von hier sind noch ein paar von ihnen. Schnell! Lass sie nicht entkommen! Sie müssen die Krone haben! Stella Florette, ich danke dir. Alles Weitere besprechen wir, wenn wir wieder zurück in der Stadt sind. Lassen Sie mich einfach hier stehen im Wasser. Oh, der Aschian. Ah, ich verstehe. Die Quelle deiner Stärke ist nun offenbar. Aber was hältst du hiervon? Zürnende Stimme der Schöpfung. Sende mir empor eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich an der Wurzel ausgerupft werden.
Ahaha, spürst du, wie sich das Gift langsam durch dich bewegt? Diese Stärke ist unerwartet. Wow, Tankred ist ein Killstealer. Hast du es gesehen? Der kam von hinten gerannt und hat mir den letzten Schlag weggenommen. Unglaublich, ey. Will den ganzen Ruhm für sich, der Kerl. Dies ist nicht die Kraft eines Sterblichen. Nicht schwächeln, Stella. Gleich haben wir ihn. Ja, wenn du nicht wieder den letzten Schlag machst hier. Gut, hat er Glück gehabt. Konnte ich ihn nicht sehen, wer von uns der letzte war. Unglaublich. Nächstes Mal wird dich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Das ist eine sehr beunruhigende Offenbarung. Er war ein Aschien, Stifter von Chaos und Zerfall. Himmelsboten ist die Bezeichnung, die die wilden Stämme ihnen geben. Unser Verdacht war also berechtigt. Die Ashians waren verantwortlich für die Störung im Ätherfluss, wie sie seit einiger Zeit zu beobachten waren. Ob ich deswegen von Shaelayan gekommen bin? Hm? Wieso weißt du, woher ich... Ah, richtig. Du bist ja mit einer besonderen Kraft gesegnet. Weißt du, immer wenn ich dich sehe, steckst du gerade in Schwierigkeiten. Du scheinst Probleme geradezu anzuziehen. Da kenne ich noch wen. Aber ich bin froh, dass ich deine Schritte so genau überwacht habe. Wer weiß, auf welche Verschwörung du demnächst stößt. Ach, das war doch nur ein Scherz. Wenn ich dich wirklich beobachtet hätte, wäre ich ja nicht erst so spät gekommen. Nein, bestimmt nicht, nein! Hast nur gewartet, bis der Gegner fast tot war, um den letzten Schlag zu machen. Du hast mich gar nicht beobachtet. Ganz bestimmt nicht. Aber die Sache ist ja gut ausgegangen. Unser maskierter Freund ist nicht mehr und auch wenn wir sicher nicht zum allerletzten Mal von den Ashians gehört haben, so können wir doch erstmal durchatmen. Und in diesem Sinne, meine Beste, gehabt dich wohl. Wow, wie er gleich wieder abhaut. Wirft mit Wörtern um sich und sagt so: Ciao, okay, thanks, bye. Oh, ein Leckkiesel. Einmal dran lecken. Lipp. Der hat ja nicht lang gehalten, ne? So, dann können wir ja wieder zur Palastwache latschen, wa? Latschen oder Porten. So. War es bei der Alchemistengilde? Ja, das war bei der Alchemistengilde. Alle warten schon auf dich, Abenteurerin. Tritt schnell ein.
Erstaunt es dich, mich so zu sehen, Stella? Ich gehörte auch einmal zur Palastwache. Auch wenn ich mein Schwert schon vor 15 Jahren niedergelegt habe und Vorsteher des Bahnhofs geworden bin. Aber auch diese Funktion erfüllt mich mit großem Stolz. Wenn immer Ihre Majestät die Sultana kommt, habe ich die Ehre, ihr persönlich Geleitschutz zu geben. Und nie zuvor habe ich sie so am Boden zerstört gesehen, wie in dem Augenblick, als die Nachricht vom Diebstahl der Krone sie erreichte. Du hast dich wahrhaft tapfer geschlagen. Dank deines heldenhaften Einsatzes ist die Krone zurück in unseren Händen und die Sultana wieder ganz sie selbst. Wir danken dir. Ihre Majestät die Sultana, Nanamo Ulnamo, 17. Derazu'ul, Dienerin Naitals und Schutzherrin Tanalans erweist euch die Ehre. Okay. Lang lebe Nanamo! Gepriesen sei die Sultana! Heiner. Mir sind Geschichten über eine wahre Heldin zu Ohren gekommen, die sich unermüdlich um Ulda verdient gemacht hat. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Man reiche ihr die Belohnung. Als Zeichen der Anerkennung verleihe ich, Nanamo Ulnamo, Sultana von Ulda, dir dieses Geschenk. Rauban? Eure Majestät? Unsere Heldin soll als Ehrengast an dem Bankett teilnehmen. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Wenn die Berichte wahr sind, steht Ulda tief in deiner Schuld. Ich bin Rauban Aldin und ich regiere Ulda im Namen der Sultana. Gut, dass es dich zu uns verschlagen hat. Fähige Leute können wir hier gut gebrauchen. Auf persönlichen Wunsch der Sultana bist du als Ehrengast zum Bankett eingeladen. Unglaublich. Welch große Ehre. Boah. Sei pünktlich. Und halt weiter der Sultana und Ulda die Treue. Enttäusche mich nicht. Sehr schön. Dass eine Abenteurerin zum Bankett der Sultana geladen wird, geschieht zum ersten Mal in der Geschichte Uldas. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Dir obliegt es nun zu beweisen, dass dir diese Ehre wirklich gebührt. Bereite dich angemessen auf dein Treffen mit der Sultana vor. Es gibt eine festgelegte Etikette, die jeder Teilnehmer des Banketts einzuhalten hat. Du sollst vermutlich besser mit jemandem darüber sprechen, der nicht den ganzen Tag die Kerben aus seinen Klingen schleift. Mit Momodi hast du ja bereits Bekanntschaft gemacht. Sie scheint mir genau die richtige Ansprechpartnerin für höfische Angelegenheiten zu sein. Also erstmal wieder in die Taverne.
Hallo Stella, ich habe die fantastischen Neuigkeiten schon vernommen. Die Sultana hat dich zu einem Bankett eingeladen, stimmt's? Das ist wirklich großartig. Du bist in Windeseile zu einer unserer besten Mitarbeiterinnen geworden. Die Tradition will es, dass jeder Gast ein höfisches Bankett sich mit einem Gegenstand schmückt, den die Sultansfamilie eigens für diesen Anlass angefertigen lässt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Attentäter unter die Beteiligten mischen. Die Schmuckstücke werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Goldschmiedegilde angefertigt. Du solltest dich also schleunigst mit der Gildenmeisterin Serendipity in Verbindung setzen. Komm noch einmal zu mir, wenn du dein Geschenk erhalten hast. Dann erkläre ich dir, worauf du beim Bankett noch alles achten musst. Wenn ich es dir schon sage, hast du es bis zum großen Tag bestimmt wieder vergessen. Wow. Aber sie hat recht. Okay, Goldschmiede und so. Ne, falscher Ausgang. Perfekt den falschen Ausgang gewählt. Hallo. Hallöchen und herzlich willkommen in der Gilde der Goldschmiede. Was kann ich für dich tun? Ah, die Erkennungszeichen fürs Bankett. Ja, die sind fertig. Wie lautet denn dein Name? Stella Florette? Ja, du stehst auf meiner Liste. Dann nimm das gute Stück mal entgegen. Ich habe es nämlich höchstpersönlich geschmiedet. Damit schließt du auf dem Bankett jeder die Schau. Nun ja, mal abgesehen von den anderen Gästen. Ach übrigens, die Kiste ist abgeschlossen. Falls Momo dir das noch nicht erzählt hat, eine letzte Sicherheitsvorkehrung der Palastwache sozusagen. Die nehmen ihre Aufgaben nämlich sehr, sehr ernst. Die Schlüssel zu den Kisten besitzt keine andere als Momo. Also schau am besten direkt wieder im Treibsand vorbei. Oder kannst du deine Neugier etwa unterdrücken? Unterdrücken? Da macht man das Feld mit Sandwürmern und man stirbt, wenn das finale Gegner auf 0,5% ist. GG-Logo! Hast du es auch gut gemacht. Alles richtig gemacht, Logo. Alles richtig. Da bist du ja wieder, Stella. Hast du bekommen, was dir zusteht? Dann zeig mal her. Oh, was für ein wunderschönes Ohrschmuck diese Kiste birgt. Damit werdet ihr alle richtig feierlich aussehen auf dem diesjährigen Bankett. Die Schmuckinsignien fallen jedes Jahr anders aus. Im letzten Jahr haben die Gäste Halsketten getragen, die auch schon sehr hübsch waren. Aber diese Ohrringe hier sind viel schöner. Wunderbar, dann bist du ja bereit für den großen Abend. Zumindest was deine Garderobe anbelangt. Jetzt musst du nur noch deinen Lampenfieber in den Griff bekommen oder bist etwa gar nicht aufgeregt? Sprich mich einfach an, wenn du soweit bist, dann erkläre ich dir den genauen Ablauf des Banketts. Nun, Stella, bist du nervös? Hast dich schon ordentlich herausgeputzt? Das Bankett steht kurz bevor. Denk dran, die Ohrringe des Ehrengastes anzulegen. Und dann ab mit dir zur Herrschaftspromenade Bartholomew wird dich in Weihrauchkammer vorlassen, wo das Bankett stattfindet. Das ist deine Eintrittskarte in die feine Gesellschaft von Ulda. Atme vorher nochmal tief durch und versuche den Damen und Herren nicht auf die Füße zu treten. Okay, wir müssen wohl die anlegen. Tatsächlich. Ja, okay. Aber mein XP-Ring. Müsste eigentlich hier sein, ne?
Jetzt müsste man mit so richtig abgehobenem Ballkleid und alles da auftauchen, ne? Das wär's. Aber leider habe ich das noch nicht. Ihre Majestät, die Sultana, hält in der Weihrauchkammer ein Bankett ab, zu dem nur geladene Gäste eingelassen werden. Oh, verzeih mir bitte, dass ich die Ohrringe nicht gleich gesehen habe. Als Ehrengast bist du natürlich willkommen. Sultana Nanamo Ulnamo. Eure Majestät. Danke, General. Hochverehrte Gäste, meine treuen Bürger von Ulda, seid herzlichst gegrüßt. Heute ist ein Ehrengast geladen, dem dieses Reich viel zu verdanken hat. Applaudiert unsere Heldin! Nun denn, ich wünsche allen ein vergnügliches Fest. Du sollst wissen, dass es in Ulda Streit zwischen uns Royalisten und den profitgierigen Republikanern gibt. Als hätten wir mit Flüchtlingen, wilden Stämmen und Primae nicht schon genug Probleme, zerfleischen wir uns auch noch gegenseitig. Die Sultana macht gute Miene zum bösen Spiel, aber die Sorgen lassen ihr keine Ruhe. Um dem Land Frieden zu schenken, müssen wir mit aller Entschlossenheit das Sultanat stärken. Du hast dazu beigetragen und dafür danke ich dir im Namen Uldas. Ich hoffe, dass du uns auch weiterhin treu bleibst. Was ist das für ein Leuchten? Ist das etwa ein Lichtkristall? Stehst du in Verbindung mit dem Urkristall? Hast du Visionen von Kristallen? Hat er womöglich im Traum zu dir gesprochen? Donnerwetter, das nenne ich eine Überraschung. Vor der Katastrophe kämpften mutige Helden gegen die Primae. Solche aus fernen Ländern wie du. Sie schlossen sich den staatlichen Gesellschaften an und widersetzten sich mit uns gemeinsam dem Galäischen Reich. Vor 5 Jahren zogen sie schließlich mit uns in die Schlacht von Carteno. Danach waren sie spurlos verschwunden. Wir Überlebenden wollen den Helden dafür danken, dass sie ihr Leben für uns und Eosea riskiert haben. Doch niemand erinnert sich mehr an ihre Namen. Sie sind aus dem Gedächtnis getilgt, wie vergilbte Schrift aus einem Buch. Wer an ihre Gesichter denkt, sieht nur ungenaue Konturen von strahlendem Licht. Aufgrund dieses seltsamen Phänomens nennen wir sie die Krieger des Lichts. Du mit deinem Lichtkristall erinnerst mich an die Helden von damals. Halte den Kristall in Ehren. Durch ihn wird der Urkristall, wird Heidelin dir deine Bestimmung offenbaren. Du bist keine gewöhnliche Abenteurerin, sondern wirst eines Tages das Schicksal Eoseas bestimmen. Ich hoffe nur, dass du als Heldin aus der Geschichte hervorgehst
und nicht als Märtyrerin. Legionäre, nach vorne! Der Sieg gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft. Die Barrakudas müssen nachrücken. Die Kerntruppen müssen die Position halten, um jeden Preis. Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen, nicht wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Nichts. Es ist nichts. Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben. Raubahn an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Raubahn, bitte um Antwort! Hier ist Chicky Schreider von den Blutgeschworenen! Chickies? Verdammt, was ist los? Was passiert da? Was ist das? Nimm mich weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg! Verdammt! Chloe-Schwar brennt! Chickies! Melde dich! Chickies! General Raubahn, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Antworte! Jackis! Clovis War! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barrakudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir! Wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Thank you.
Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück! Was? Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist! Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galia mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisois Seite ein. In Stellung. Kaspar Hamul, Sorini Mumut, sieh du uns wohl. Der Prima Ebahamut, dass ich ihn noch einmal sehen darf. Lugalo, Asavadakenbet Mumut. Wie heftig und impulsiv, als ob er damals erstmals atme, nach Äonen in der Enge. Beachte sie nicht, mögen sie unsere Gegenwart bemerken, sie sind doch machtlos. Sie es nigem, die Stanzion Lilalri it Zadaido Oon. Dies ist der Beginn, die Geburt der wahren Gestalt dieser Welt. Stella, geht es dir besser? Kannst du mich verstehen? Erinnerst du dich, was mit dir passiert ist? Du bist mitten im Gespräch mit dem General in Ohnmacht gefallen. Danach habe ich dich hier ins Zimmer bringen lassen, damit du dich erholen kannst. Mit deinem plötzlichen Aussetzer hast du bei den Anwesenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn auch nicht den besten. Die Aufregung in letzter Zeit war sicher zu viel für dich. Da kann selbst die stärkste Abenteurerin mal schlapp machen. Aber jetzt hast du wieder Farbe im Gesicht und es geht dir wieder besser. Naldtal sei Dank. Dann kann ich mich ja endlich wieder dem Geschäft widmen. Ach ja, Phönix General Rauban hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Du sollst dich bei ihm in der ewigen Halle melden. Er macht sich bestimmt Sorgen um dein Wohlbefinden und vielleicht möchte er auch eure Unterhaltung fortsetzen, die bei dem Bankett so jäh unterbrochen wurde. Wow, wollte gerade sagen, haben sie mich direkt wieder rausgeschmissen, aber nee, der hat mich nur aus irgendeinem Grund an den Ausgang geportet. Ich wollte es gerade im Video nicht reinreden, ne? Aber ich fand es ein bisschen lustig. Kanisama hat die Ashians bemerkt, ne? Und die Admiralin hat ja gefragt, Kane, was ist, ne? Und ich dachte gleich so, kann eh nicht sagen. Ich weiß, es ist dumm, aber fand ich trotzdem gut. Gut. Dann raus hier.
Können wir wieder Lehrmeister benutzen? Nee, noch nicht. Gut, dann müssen wir in die ewige Halle erstmal. Bestimmt hier in der Nähe. Nee. Ich dachte, die ist vielleicht da in der Nähe. Im Nightkreuzgang. Ach so. Quasi um die Ecke. Der will bestimmt, dass wir seinen Unsterblichen jetzt beitreten oder so. Hi, Raubern. Was geht? Ah, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen, Stella. Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Es gibt nämlich ein ernstes Problem, von dem ich glaube, dass nur du es lösen kannst. Also, warum habe ich dich hierher bestellt? Das sage ich dir gleich. Es geht um dieses Schreiben an den Anführer der Eorseischen Allianz, die ich aufgesetzt habe. Erinnerst du dich an die Schlacht auf der Kartenauer Heide? Ein schwarzer Tag in der Geschichte Eorseas. 5 Jahre sind seitdem vergangen und noch immer kann ich den Verlust so vieler tapferer Kämpfer nicht verwinden. Und auch, dass wir nicht die geringste Spur von den Kriegern des Lichts haben, lässt mir keine Ruhe. Wir müssen abschließen mit dem, was nicht mehr ungeschehen zu machen ist, und unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Aber nicht, bevor wir in aller Form und Würde von den Gefallenen Abschied genommen haben. Zum 5. Jahrestag der Schlacht werden wir deshalb eine Gedächtnisfeier zu ihren Ehren abhalten. So wie ich es in den Schreiben festgehalten habe. Dir, Stella Florett, habe ich die Schreiben anvertraut, damit du sie meinen Bündnispartnern der Allianz bringst, zu Admiral Melwip und zu der älteren Saatseherin Kane Essena. Genauso wie die Abenteurer, die damals ihr Leben zu geben bereit waren, hast du Uldar schon aus so mancher brenzligen Lage gerettet. Und dafür hast du meinen Respekt. Du wärst die Richtige, um die Botschaft zu überbringen. Du hast das Feuer einer wahren Uldanerin im Herzen. Dann ernenne ich dich zu meinen offiziellen Boten. Bring meine Nachricht nach Gridania und Limsa Luminsa. Nicht gerade ein kurzer Spaziergang, aber sei versichert, dass ich nicht Wochen auf Antwort warten werde. Das ist ein offizieller Luftschiffpass. Damit bist du berechtigt, die Linienluftschiffe zu nutzen, die zwischen Uldar und den Bündnisstaaten verkehren. Die Luftfahrt war nicht immer so eingeschränkt wie heute. Aber die bedrohliche Präsenz der Galea hat uns gezwungen, die Flüge drastisch zu reduzieren. Und deswegen kommt auch nicht jeder so einfach an einen Luftschiffpass. Flüge sind Leuten mit wichtigen Missionen vorbehalten, so eine, wie du sie nun vertrittst. Abgesehen davon hättest du noch andere Fürsprecher. Eine bestimmte Organisation war sehr interessiert daran, dass du einen bekommst.
Auch andere haben also erkannt, dass ein Potenzial in dir steckt, das nicht verschwendet werden darf. Und du, Stella Florett, sollst nie vergessen, dass du zu großem berufen bist. Ich werde dafür sorgen, dass du auf deinen Weg vorankommst. Geh nun und sieh, was die Welt dir außerhalb des Sultanats zu bieten hat. Den Luftschiff-Landeplatz erreichst du mit dem Zisternenlift. Mumudi kann dir genaueres sagen. Auch wenn dein Leben oft in Gefahr sein wird, du sollst nicht zögern und zweifeln. Der Sieg gehört dem, der den Mumm hat, als erster danach zu greifen. Da du vom Urkristall geführt wirst, wirst du ihn dir mit Sicherheit nicht von deinen Gegnern aus der Hand reißen lassen. Okay, haben wir also jetzt quasi die Sache abgeschlossen hier in Ulda. Ich werde noch in die anderen Stadtstaaten erstmal gehen, damit ich in Ruhe auch das Osterevent noch bis Montag machen könnte. Und ja, haben wir, glaube ich, genug geschafft in 7,5 Stunden heute. Oh, Juna. Und? Hast du den General getroffen? Was hat er gesagt? Wow, das ist ja ganz unglaublich. Damit bist du jetzt offiziell Botin von Ulda. Dass dir Raubern so wichtige Schriftstücke anvertraut, ist schon eine riesengroße Ehre. Und dann auch noch ein Luftschiffpass. Aber du bist schon die Richtige dafür. Daran besteht kein Zweifel. Ich kenne keinen Abenteurer, der sich so für Ulda eingesetzt hätte wie du. Und ich bin stolz auf dich. Das kannst du mir glauben. Was den Luftschiffpass betrifft, auf den solltest du gut aufpassen. Ich weiß nicht, ob der General es dir gesagt hat, aber nur ganz wenige Leute bekommen einen. Damit kannst du ganz Eorzea erkunden, die glitzernde See von Limsa, den tiefdunklen Wald von Cridania. Die Landschaft ist aber auch nur ein Teil des ganzen Wunders. Warte nur, bis du mit all den fremden Leuten sprichst. Dagegen sind sogar die illustren Gäste im Treibsand farblose Gestalten. Wahrscheinlich kannst du dir noch nicht so richtig vorstellen, was dich erwartet. Aber du wirst schon sehen, es wird eine spannende Zeit für dich werden. Aber sei nicht zu blauäugig. Nicht alles dort draußen eitel Sonnenschein. Ulda hat so manche Schwierigkeiten, das weißt du. Aber du wirst sehen, dass auch anderswo Wüst zugeht. Die wilden Stämme und ihre prima Ehe zum Beispiel machen auch den anderen Staaten das Leben schwer. Und innenpolitische Verwicklungen gibt es nicht nur in einem Sultanat. Na, aber genug davon. Ich will dir ja schließlich nicht die Begeisterung nehmen. Abenteurerinnen wie du sind ja mit allen Wassern gewaschen, habe ich recht? Alles, was ich dir sage, ist, pass auf dich auf und genieß die aufregende Reise. Ich bin schon gespannt, was du mir davon erzählen wirst. Kommt darauf an, wie oft ich eine Quest bei dir abgeben muss. So. Haben wir den richtigen Quest? Nee, immer noch nicht. Gut, dann, ja. Schätz mal, wir müssen zum Luftsteg, I guess. Bei genau. Ja. Also, Ebene der... Hä? Ich frag mich gerade, wie wir da hochlatschen. Bin ich ja so oft, ne, in dem Dingen.
Sagt mir im Grunde genommen, dass ich von hier aus dahin komme. Aber irgendwie bin ich gerade blind, glaube ich. Hä? Sterne. Ach so, über den Lift. Sag das doch gleich. Der Lift. Wo war der Lift? Muss ich den Lift wiederfinden? Ich glaube, der war einfach nur in der Mitte von dieser von der Stadt quasi. Ah ja, genau, hier war der Lift. Bei Wilhelm. Wilhelm. Plötzlich zum Hasen mutiert. So, da. Eleonora. Hi. Guten Tag. Herzlich willkommen am Luftlandeschiffplatz. Ja, hier ist der Schalter für Linienluftschiffe nach Limsa Luminsa. Oh, seid ihr nicht Stella Floretti, persönliche Gesandte von General Rauban? Der Highwind Fluggesellschaft wird es ein Vergnügen sein, euch an euer Ziel zu bringen. Erstmal wertvollste Spielerfarm in der Gilden heißt. Viel Spaß dabei. Ja, warten wir auf das Schiff, das da schon steht. Gute Idee. Achtung an alle Fluggäste. Der Flug nach Limsa Luminsa ist nun zum Einsteigen bereit. Alle Passagiere mögen sich zum Landebereich begeben. Tschüss, Tankred. Mach mal alleine weiter. Als ich sie das erste Mal beim Baum des Sultans traf, wusste ich schon, dass sie etwas ganz Besonderes war. Was denkt ihr, Rauban? Bis bald. Pass auf dich auf. Irgendwann wirst jeder deinen Namen kennen und Geschichten von deinen Heldentaten erzählen. Möge der Urkristall dich leiten. Und wie man sieht, mein Haar klippt nicht durch den Schild. Das Haar liegt auf dem Schild drauf. So. Die Power Ranger. Untergang der Herrschaft vereint.
besiegt ihren König, diese Ausgeburt der Hölle. Aber als er mit der Agrius zusammenprallte, rissen sie einander in den Tod. Das Ende eines glorreichen Feldzugs. Irseer, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt. Zweimal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirrköpfe an die Macht. Mag das Projekt Meteor in der siebten Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Irseer muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft. Zu einer neuen Ordnung. So wie es euer Wille ist, Plegatus. Was das wohl ist? Was hat der Legatus eigentlich mit Irseer vor? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Erklär ihn mir doch mal. Ich meine, Cartenot ist 5 Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus Gaius Pläne? Tribunus Nero! Sag mir, Techniker, woher kommst du? Dalmasca, mein Tribunus. Alla Lamigo, Tribunus. Codename Hemingway? Ich... Dilettant. Das Frumentarium weiß alles. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Jawohl. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden mehr auf dem Kasten hat, Garland. Ich muss sagen, die Cutscenes sind mit dem Kontext, den man von schon mal gespielt hat, eigentlich noch besser als so ohne Kontext. Natürlich ist die Spannung so an für sich da, wenn man es nicht wüsste. So von wegen der Bösewicht kommt da an, hier so Darth Vader-Style. Döp, 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 döp. Übermächtige Armee mit ihren Superplänen, ne? Aber wenn man halt die Leute da schon ein bisschen so kennt und weiß, was da gerade abgeht, ist es eigentlich noch besser, ne?
Ah, ihr müsst die Gesandte aus Uldar sein. Willkommen in unserer schönen Stadt am Meer. Admiral Melvip Blöfhiswen erwartet euch bereits. Hallo. Du bist die Botin aus Uldar? Willkommen in Limsameluminsa. Der Admiral wartet schon auf deinen Besuch. Ich nehme an, du willst gleich zu ihr? Dann nimm bitte den Krähenlift hier und fahr hinunter in die Bollwerkhalle. Sprich dort mit Santael, damit er dich zum Admiral, zur Admiralsbrücke zu Admiral Melvip vorlässt. Achso, muss mit ihm reden. Du möchtest mit dem Lift zur Admiralsbrücke hochfahren? Da musst du Stella Florett sein. Hast du etwas, was deine Identität belegt? Ja, das sieht echt aus. Ohne Zweifel. General Raubans Siegel. Du kannst hochfahren. Eintreten. Dann schicken die beredsamen Schlitzohren von Uldar also eine Abenteurerin, um für sie zu sprechen. Du musst großes Vertrauen genießen. Komm näher. Willkommen in Limsaluminsa. Ich bin Admiral Melvip Blöfhiswen. Ich führe den Stadtstaat und die Flotte des Mahlstroms. Und worum geht es also? Die Sache ist die. Eine Gedenkfeier für die Gefallenen von Kateno. Das sieht Rauban aber gar nicht ähnlich. Ist es also schon 5 Jahre her? Die Zeit vergeht. Alles begann, als Galemald auf die Idee verfiel, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die 3 Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Eorseische Allianz aufs Neue. Aber mit dem Projekt Meteor hatten wir nicht gerechnet. Diese Irren. Wer außer den Galian könnte auf so eine absurde Idee verfallen, ein Mond auf Eorzea zu schleudern, um die Welt zu reinigen? Wir wollten den herabstürzenden Dalamund aufhalten und sammelten alle verfügbaren Kräfte auf der Kartenauer Heide. Dort stießen wir mit Nael van Darnus den 7. Legion zusammen. Die legendäre Schlacht von Kateno. Wir kämpften mit unvergleichlichem Mut. Meine Leute, die Leute der Allianz, auch Abenteurer wie du. Aber das brachte uns nicht die Rettung. Die Geschichte hörst du nicht zum ersten Mal, nehme ich an. Aber wer hätte so etwas jemals geglaubt, wenn es nicht wirklich passiert wäre?
Aus Dalamut brach der Prima E. Bahamut hervor, wie der schwarze Tod, und legte alles in Schutt und Asche. Der siebten Legion erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und das Land stand in Flammen. Ich habe nie zuvor solche Verwüstung gesehen. Es war unbeschreiblich. Ich weiß nicht, mit welchen Zaubern es dazu ging, aber einige von uns überlebten. Auf einmal, als ich schon nicht mehr gehofft hatte, lebendig aus dieser Hölle hervorzugehen, war ich in einem blendend helles Licht eingehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwelende Land war entstellt von dem Inferno. Wenn Louis war, der Anführer der Exegeten, überlebt hatte, wüssten wir, was damals wirklich passierte. Doch er ist nicht mehr. Das Land hat gelitten, Stella Florett. Wir hatten vor, alles neu aufzubauen. Und nun werden auch noch die wilden Stämme und ihre Primae übermütig. Wir waren einfach zu beschäftigt, um sie in Schach zu halten. Jeder der Stadtstaaten hat mit großen Unbilden zu kämpfen. Und wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, sind wir zu schwach für die große Konfrontation, die noch vor uns liegt. Eorzea befindet sich im Krieg mit Galemalt. In unserer Hand liegt es, diesen Krieg zu entscheiden, nicht in denen der Helden vergangener Tage. Wie auch immer, wenn diese Gedenkfeier den Zusammenhalt in und zwischen den Stadtstaaten festigt, so soll es sein. Bringt Rauban die folgende Botschaft. Lim Salominsa wird eine solche Feier abhalten. Deine Pflicht hier ist getan. Rauban werde ich durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen lassen. Du hast schließlich ein weiteres Ziel, nehme ich an. Gridania. Dann bestelle der ältesten Saatseherin meine beste Grüße. Und sage ihr, dass sich ein struppiger Wolf in unserer Gegend verirrt hat und ich gerne wüsste, wie sie das Untier zähmen würde oder vertreiben. Ich danke für deine zuverlässigen Dienste. Mir scheint, Rauban hat mit dir die richtige Wahl getroffen. Mann, die Frau ist verdammt anstrengend. So, Gridania, I guess. Sollte ich vielleicht vorher noch hier den Interiten antatschen, wa? Nur zur Sicherheit, falls der nicht irgendwie automatisch gemacht wird.
hier in Limsa Loiminsa. Wie ich alles antatsche, außer das verflixte Ding hier. So. Manchmal ist Controller nicht die beste Idee. Herzlich willkommen am Luftschiff-Landeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe nach Gridania. Ihr wollt nach Gridania, ist das richtig? Dann könnt ihr euch schon zum Einsteigen bereit machen. Wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Der kann ganz schön gut locker einparken, so rückwärts. So, da sind wir wieder. Hallo. Ah, du musst die Gesandte aus Ulda sein. Willkommen in unserer friedvollen Waldstadt. Die älteste Saatseherin erwartet dich bereits. Du bist die Gesandte aus Ulda? Willkommen in Gridania. Kan Escena erwartet dich schon am Wasserrosentisch. Ich soll dir den Weg erklären, falls du ihn nicht kennst. Du musst zu Nopikas Altar in Alt-Gridania. Dort wartet eine Druidin, die dich zur Saatseherin vorlassen wird. Okay, Alt-Gridania. Vor allem, hier ist so ziemlich alles abgeschlossen, ne? So aller, ja, wir erklären dir den Weg, aber hier geht's nicht raus. Und regnen tut es auch noch. Na, wahrscheinlich da hinten bei den Druiden, wa? Ja, da hinten bei der Druidengilde ist das. Da sollte ich vielleicht nicht hier lang gehen, wa? Habe ich schon. Ich glaube, ich habe noch keinen Regenschirm.
Ich weiß jetzt nicht genau, unter was da ist, aber ich glaube, ich habe den noch nicht. Du bist die Gesandte aus Ulda. Darf ich dich bitten, das Dokument vorzulegen, das du unserer Satzieherin zu übergeben gedenkst? Können wir nicht irgendwo unterstellen, wo das Dokument nicht irgendwie im Wasser nass wird und verschmiert oder so? Nee? Okay. In der Tat, das ist das Siegel des Generals. Einen Moment bitte. Sei gegrüßt, Gesandte aus Uldar. Als Abenteurerin hast du es offensichtlich weit gebracht. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Kan-e-Senna. Ich führe die Bruderschaft der Morgenviper, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Phönix-General Rauban? Rauban? Eine Gedenkfeier für die Gefallenen der Schlacht von Cartenau. Sag mir, Abenteurerin, weißt du bereits über die Lage im Hinblick auf das Galäische Kaiserreich Bescheid? Dann hat dich der Admiral also schon gründlich in Kenntnis gesetzt. Sehr gut. Der Admiral sucht meinen Rat, wie mit den struppigen Wolf verfahren werden soll? Ich verstehe. Dann ist es von umso größerer Bedeutung, dass du etwas mehr über Galemals Geschichte erfährst. Vor 50 Jahren noch war das Galäische Kaiserreich eine kleine primitive Nation im Norden, ohne besondere Bedeutung oder Errungenschaften, bis eine tragische Wendung des Schicksals sie auf die Magitech-Technologie stoßen ließ. In kürzester Zeit verlieh ihnen dieses Wissen überragende Macht und ohne Skrupel fiel das ruchlose Volk mit seinen Kriegsmaschinen in Eorzea ein. Alamigo wurde eingenommen. Doch nicht nur die neu erworbene Technik ließ Galemal so rasch erstarken. Es war auch die Herrscherqualitäten des regierenden Kaisers, Solus Sos Galvus. Das Kaiserreich ist noch sehr jung, denn vor Galvus' Regentschaft war das Galäische Reich eine Republik. Der Kaiser ist alt und ihm schwinden bereits die Kräfte. Er muss nun schon über 80 Jahre zählen und hinter den Kulissen finden heftige Machtkämpfe zwischen den möglichen Nachfolgern statt. Fällt der Thron an den Falschen, so könnte das Reich zerfallen. Nur deshalb verhielten sich die Gallier in letzter Zeit so ruhig. Sie haben im Inneren einige Konflikte ausgetragen, bevor sie zum Schlag gegen Eorzea ausholen konnten. Uns ist diese Atempause natürlich höchst willkommen. Doch diese Zeit der Waffenruhe wird nicht ewig weitergehen. Solange Galemal seine 14. Legion in Eorzea stationiert hat, dürfen wir nicht ruhen. Der Anführer der berüchtigten Legion ist Gaius van Belsar, ein Feldherr von strategischem Genie und äußerster Kompromisslosigkeit.
Unser Stadtstaat ist immer noch damit beschäftigt, die Spuren zu beseitigen, die die Katastrophe hinterlassen hat. Aber auch die Prima-Ehe bereiten uns Kopfzerbrechen, die Gottheiten, die die Bildenstämme nun immer häufiger beschwören. In dieser Hinsicht sind wir sogar in einer ähnlichen Lage wie das Galäische Reich. Auch sie versuchen mit allen Mitteln, die Prima-Ehe zu beseitigen, die ihre Machtstrebungen hemmen. Wie ich ihren struppigen Wolf zähmen würde, fragt der Admiral. Das muss bedeuten, dass der galäische Wolf schon den Angriff vorbereitet. Wir hatten uns auf den Wiederaufbau nach dem Unglück konzentriert, dass wir alles andere aus den Augen verloren hatten. Aber wenn die Galäer uns angreifen, müssen wir auch das Prima-E-Problem fürs Erste zurückstellen. Ein Sturm braut sich zusammen. Wenn wir ihn überstehen wollen, müssen wir ihm zusammentrotzen. General Rauban hat recht. Eine Zeremonie, um uns den tapferen Männern und Frauen der Schlacht von Cartenot aufs Neue in Erinnerung zu rufen, ist ein guter Weg, uns den kommenden Konflikt vorzubereiten. So möge es denn sein. Du kannst nun beruhigt deiner Wege gehen. Ich werde den Phönix-General selbst ein Antwortschreiben übersenden. Ich danke dir von Herzen für dein Kommen. Mögen die 12 dich stets behüten. Sehr schön. Auftrag abgeschlossen. Du hast nun Zugang zu den Linienluftschiffen. So, damit müssten wir jetzt gerade die ersten 15 Level von der MSQ abgeschlossen haben, oder? Ja, der Ruf des Meeres. Nee, das ist der letzte. Wir müssen noch die letzte machen. Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Ich hoffe, euer Treffen mit der ältesten Saatseherin verlief zufriedenstellend, meine Dame. Verzeiht, wenn ich da falsch informiert sein sollte, aber habt ihr nicht auch Admiral Melvip Blöfsven in Limsa-Lominsa eine Nachricht überbracht? Habt ihr während ihres Aufenthalts so zufällig Baderon, den Besitzer der Schenke, zur ertränkten Sorge getroffen? Ein geselliger Mann, stets freundlich und hilfsbereit. Nun, ich habe gehört, er sei auf der Suche nach einigen fähigen Abenteurerinnen. Ich weiß zwar nichts Genaueres, aber eine Botin des Phönix-Generals wäre sicherlich mehr als geeignet. Solltet ihr Interesse an der Sache haben, sprecht mit Baderon in seiner Schenke. Erste Quest für den Dungeon? Nee, die erste Quest für den Dungeon ist... Oder meinst du bei dir jetzt? Weil die erste Quest für den Dungeon ist nicht auf zum Meer. Der Ruf des Meeres ist die Quest davor. Nee, das ist die Quest davor, Logo. Die Dungeon Quest kommt direkt danach quasi. Someone splashed water on me. Nee, water on me. Okay. Someone splashed water on me. Hätte ich auch gesagt.
Wenigstens haben wir ein Dach über dem Kopf beim Fliegen. Tjo. Hier ist die Badefront. Willkommen in der ertränkten Sorge. Lass dich nieder, wo immer du magst, Mädel. Ich bin sofort bei... Ja, ich bin Baderon. Wer möchte das wissen? Du hast gehört, ich hätte einen Auftrag für eine fähige Abenteurerin. Wie? Und wie ich den habe. Aber sei gewarnt, der Job ist nichts für schwache Nerven. Er ist so gut wie sicher, dass die Sache haarig wird. Wenn du noch immer Interesse hast, sag mir einfach Bescheid und ich weihe dich in die Einzelheiten ein. Lippelup. Okay, dann müsste das jetzt wahrscheinlich die sein, ne? Genau, die Geheimnis der Satascha-Höhle. Yay. Will ich das machen jetzt? Logo, will ich das machen nach 8 Stunden? Nee, will ich nicht. Ich glaube, das reicht für heute.